Jossa! Grüßt euch! Hallo! Hallo! Oh, durch den Staub! Durch den Dunst! Oh, Daniel! Oh. Das muss man jetzt nicht verstehen. Nee, das muss man nicht verstehen. Und ich will das jetzt auch nicht erläutern, weil das ist ziemlich böse. Richtig, ja. Die Katzen. Okay, egal. Ja, 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 ja. Hallo, willkommen zu unserem vermutlich letzten Part von. Von Simon the Sorcerer 2. Zu den letzten Parts von und zu Simon the Sorcerer 2. Wir werden das jetzt definitiv in einem Rutsch durchmachen. Mag vielleicht ein bisschen Überlänge geben, weil es könnte vielleicht länger wie sonst immer die eine Stunde dauern, die wir sonst aufnehmen. Aber Stunde? Stunde? Mit T? Ja, genau. Zwei dumme Eingedanke. Aber das stört dich ja, denke ich mal, wenig. Hoffe ich zumindest. Gut, wir fangen jetzt einfach mal an. Und wer nicht mehr weiß, was passiert ist, wir sind das letzte Mal irgendwo gewesen. Nachdem wir das Bett voll besorgt haben, wurden wir vom Piraten entführt, sind dann vom Piratenschiff mit dem Bett voll auf einer Insel gestrandet. Ist das hier? Genau. Und jetzt sind wir auf dieser tollen Insel und müssen irgendwie einen Weg zurück zu Kalypsos Laden finden, weil wir ja mit dem Wandschrank zurück müssen. Ne? So. Jetzt haben wir erstmal so einen Schaufelstück. Ach stimmt, das Inventar ist ja weg. Ja. So ein Schaufelstück gefunden. Und da ist unser Bett voll. Hey! Du hast etwas eingesammelt, das mir gehört. Ich bin gerade hier gestrandet, weißt du, und ich... es scheint, als könne man mit diesem Typ nicht reden. Probieren wir es einfach mal. Mit einem Strandsammler reden. Entschuldige bitte. Hör zu, Kumpel. Ich verabscheue normalerweise Gewalt, weil ich meistens den Kürzeren ziehe. Dennoch, wenn du mir nicht sofort meinen Besitz aushändigst, dann werde ich ziemlich ungemütlich. Bitte, würdest du mir wohl mein Bett voll geben? Bitte, bitte. Wie ungemütlich er doch wird. Es gehört nicht dir. Was? Ich sagte, es gehört nicht dir. Hanoi, alles, was am Strand gespült wird, gehört dem, der es findet. Aber was redet das ihr? Das ist doch ganz einfach. Aber... Entschuldige mich jetzt. Also dazu fällt mir nichts mehr ein. Tommy, ja? Mach das nochmal. Imitier ihn nochmal, bitte. Was redest du? Dies gehört nicht Ihnen. Dein Fallout Pip-Boy ist gerade umgefallen. Bei uns im Schwabeländle sehen wir das alles ganz anders, ne? Ah, ich lieb das. Der Klempner. Der Klempner. Ich bin Rudi, der Klempner. Rudi Rohrbruch, mein Name. Hey, da ist ja er schon wieder. Oh Mann, ey. Entschuldigung, der kleine Leute. Junge. Ich glaube, er möchte den Ballon. So, er möchte den Ballon. Also nehmen wir jetzt mal den Höhleneingang. Wir nehmen den Höhleneingang. Den Holzstab und hauen ihn eins über die Rübe. Okay, es geht leider nicht. Dieses Spiel ist ja jugendfrei. Aber wir können den Holzstab verwenden. Ich können wir den Was Ballon genau verwenden. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ach nee, ich kann ihn, glaube ich, einfach runternehmen. Es würde dem kleinen Jungen das Herz brechen, wenn ich den Ballon nehmen würde. Oh. So, kurze Frage. Kann sich noch jemand in den ersten Teilen an die... an den Geist in der Lampe erinnern, wo der Anrufbeantworter dran ging? Weil in dieser Höhle macht er nämlich zufälligerweise Urlaub. Ja, und ich passe auf die Shisha auf. Gracias. Wer zum Geier stört mich hier? Ich bin im Urlaub. Hast du nicht die Nachricht auf meinem Anrufbeantworter gehört? Keine Ruhe. Ich finde einfach keine Ruhe. Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Was hat deine Mutter denn gesagt? Nun, sie sagte, gehe niemals in den öffentlichen Dienst, Fred. Man wird dort nie in Frieden gelassen. Fred?
Hast du ein Problem damit? Nein, 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 der Name ist schon okay. Gut, nun kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Sicher doch. bist du ein Genie? Das könnte man mal fragen. Warum wohnst du in einer Whiskyflasche? Warum wohnst du in einer Whiskyflasche? Nun, sie ist groß und geräumig. Und außerdem ist sie voll mit Whisky. Der Traum eines jeden Flaschengeistes. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Bist du ein Genie? Richtig geraten. Ich bin tatsächlich einer. Nun, erfüllst du mir denn auch drei Wünsche? Ich könnte vielleicht. Aber leider gibt es momentan ein paar Probleme. Warum? Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, lebe ich zurzeit in einer Whiskyflasche. Daher habe ich meine fünf Sinne nicht immer ganz beisammen. Du bist sozusagen gerade mehr eine Art Genie. Whisky wäre die treffendere Wahl. Wie dem auch sei, ich übernehme keine Garantien. Also, was möchtest du? Ich wünsche mir mein Bett voll wieder. Ich glaube, das ist das... nee, ich will das Bett voll wieder haben. Ich wünsche mir, dass ich hiermit das Spiel beendet habe. Das wäre gemogelt. Ja und? Das kann ich nicht tun. Es wäre gegen die Vorschriften. Sonst noch etwas? Verdammt, ich hab mich verklickt. So. Ich wünsche mir, dass ich mein Bett voll wieder habe. Tut mir leid. Ich kann leider nichts stehlen. So steht's im Genie-Handbuch geschrieben. Was ist das für ein Genie? Ist aber armselig. So ist nun mal der Job. Sonst noch etwas? Na gut. Vergiss es. Vergiss es. Ich bin momentan wunschlos glücklich. Bis dann. Gut, aber wir wissen, dass er seine fünf Sinne eben nicht beieinander hat. So. Jeha. Er ist jetzt etwas verkatert. Was machen wir dagegen? Das sehen wir gleich. Oh, ein ganz großer böser Hund. Geh nicht an diesem Hund vorbei. Er sieht bissig aus. Schaut aus wie ein Warzenschwein. Was würdest du mit diesem Hund machen, Domi? Knuddeln. Na gut, machen wir das doch mal. Oh Gott, was zum... Es ist eins dieser unlogischen Rätsel, auf die man überhaupt das bekommen muss. Ich meine, damals gab es, selbst wirklich im Ernstfall, wenn man tagelang an dem Rätsel gehangen hat, keine Komplettlösungen. Oder schwer zugänglich, ne? Also da musst echt da mal erstmal drauf kommen. Das erinnert mich an Rihanna Rouge, weißt du noch die Mauer? Oh, diese komische... meine yeah. Mune. Ja. Coffee gibt's da drinnen. Hier, ich will Kaffee. Red mal doch mal mit dir, warum schlafen alle in einem... Ach, das Geschäft war gerade der Mund von dem Ding. Ich hab gedacht, das war seine. Was haben Sie? Nun, wir haben Koffein freien Kaffee. Ja? Das war's auch schon. Möchtest du welchen? Koffeinfreien Kaffee? Ja, was kostet der? Koffeinfrei? Wie viel? Gar nicht. Geht alles auf Kosten der Karte. Na gut, ab und an muss auch ein Superstar entspannen. Aber koffeinfrei. Da gibt's koffeinfreien Kaffee bloß. Frau ist entsetzt. Ich hab's gehört, ja. Lecker. Hier, bitteschön. Unsere Spezialmischung aus den auferlebenden Bohnen. Danke. So, wir trinken nun koffeinfreien Kaffee. Ich fühle mich auf einmal so müde. Währenddessen gut. In Sordids Todesfestung. Grant! Ja, Meister? Ich glaube, ich werde schwächer. Ich kann hier nicht mehr lange verweilen. Weißt du auch genau, was du tun sollst? Ja, oh erhabener Meister! Alles läuft perfekt. Ich liebe es.
wirkt. Meister, ich glaube, es geschieht. Ich kann es fühlen. Leider kann ich nicht länger bleiben. Ich komme wieder. Seid unbesorgt, oh Großartiger. Ich hole euch bald zurück. Einige Stunden später. Mann, war der stark entkoffeiniert. So. Tommy, du bist so blöd. Tommy hat gerade off Micro was gemacht, was total bescheuert war. Okay, wir holen uns jetzt aber nochmal einen Kaffee. Entschuldigung. Ich hätte wirklich gerne noch eine Tasse von dem Kaffee. Kommt schon. Tommy, du bist so kindisch. Manchmal. Bin stolz. Ich hebe ihn für später auf. So, wir haben nun einen Kaffee. Im Hut. Und wir haben einen verkaterten Genie. Also, was hilft am besten gegen einen richtig bösen Kater? Ein toller Kaffee am Morgen natürlich. Schluck, schluck, schluck. Kaffee geht immer. Es geht auch nachts. Ja. So, verwenden wir doch mal den Kaffee mit der Flasche. Das wäre wirkungslos, solange er koffeinfrei ist. Ach, mussten das Koffein voll machen. Ach, stimmt, ja. Ich weiß schon wieder, was wir machen müssen. Gut. So. Wir haben die Insel jetzt schon halb durch. Naja, was gibt's hier schon groß? So, ich weiß gar nicht mehr. Wie heißt die Insel? Awumbe Wumba? Nee, Kawumba Wumba. Kawumba Wumba. So. Und zwar müssen wir mit dem hier zuerst mal reden, hey, weil der Mann hat was wir wollen. Hallo. Brauchst du irgendwas, Mann? Yo, Mann. Yo, was geht, Mann? Was hängt? Cool, ja, Mann. Ja. Wenn wir irgendwas anderes nehmen würden, würde er nicht mehr mit uns reden. Also wir müssen jetzt immer so reden. Yo, ja. Was geht, Mann? Was hängt? Cool, Mann. Es geht, Mann. Es läuft so. Brauchst du was, Mann? Cool, yo. Bruder. Hast du was schwimmen? Cool, Bruder. Hast du was schwimmen? Klar, Bruder. Tatsächlich. Ich kann dir ein paar Kas anbieten, Mann. Kas? Koffeintabletten, Mann. Die bauen dich echt tierisch auf, Bruder. Cool, 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 Mann. Cool, cool. Cool, 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 Mann. Cool, cool. Jede nur 3 Kiesel, Mann. Ich hab keine Kiesel. Ich hab keine Kiesel. Vielleicht später, Mann. Gut, wir brauchen jetzt so Kiesel. Das ist anscheinend die Währung hier auf der Insel. Aber zuerst nehmen wir dieses schön schimmernde Pfeifchen auf. So, ich schaue jetzt mal ganz kurz hier hin, weil da gibt es nämlich etwas. Und zwar ein Limbo-Wettbewerb. Ja, der Rekord ist 10 cm, da müssen wir drunter kommen. Au. Jeder darf es hier besuchen. Entschuldigung? Möchten Sie am Wettbewerb teilnehmen? Tut mir leid, möchten Sie teilnehmen? Mein Räumer. Was muss ich machen? Es ist ganz einfach. Sie müssen nur unter diesem Stab hindurch, ohne den Boden zu berühren. Ich muss darunter hindurch fliegen? Außer mit Ihren Füßen, selbstverständlich. Ach so, na dann. Gut, aber das schaffen wir jetzt definitiv noch nicht. Noch nicht? Wir müssen nämlich ein kleines bisschen bescheißen. Wie in Monkey Island im Baum? So ungefähr, ja, beim Dreier. So, und zwar ja, gibt's hier nämlich einen... Sexy. Ja, ne? Hey! Hey, Mann, wo hängt's denn? Haha, sehr lustig. Was genau machst du da? Was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ist das eine Bestrafung für irgendetwas? So eine Art, ja. Ich werde gefoltert. Es sieht doch gar nicht so schlimm aus. Der Generator ist kaputt. Wir warten immer noch auf den Reparaturdienst.
vom Festland. Warum hat man dich dort festgebunden? Ich bin gerade damit dran. Hä? Was nützt eine teure Foltermaschine, wenn niemand etwas anstellt, was eine Strafe verdient? Keine Ahnung. Also, jeder ist mal mit Folter an der Reihe. Sonst wäre dieses Gerät doch reine Geldverschwendung. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das nun zurückgeblieben oder fortschrittlich finden soll. Gut. So, wir reparieren jetzt aber diese Maschine. Die ist nämlich kaputt, ja? On, wenn man das von off auf on schalten, würde nichts passieren. Ups. So. Und was machen wir? Wir haben einen Generator für das Teil. Und irgendetwas muss diesen Generator zum Laufen bringen. Also, wie im Hamsterrad verwenden wir jetzt einfach mal den Hund mit dem Generator. Waldi. So. Und wir haben nämlich hier ein Trillerpfeifchen. Ich verwende das mal. Und schon läuft der Generator. So. Muss ich jetzt nochmal die Pfeife? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, ich muss die Pfeife nochmal verwenden. Moment. Oh. Fehlt doch noch etwas. Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht muss ich erst dem sagen, dass ich das Ding repariere. Das kann natürlich jetzt auch sein. Wie geht's? Verschwinde! Hey, hey, kein Grund, unhöflich zu werden. Warte nur, wenn meine Schicht zu Ende ist. Dann hast du richtig Ärger am Hals, Junge. Domi, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich genau machen muss. Das ist nicht gut. Generator angucken. Mein erster Hunde-Power-Generator. Das ist ein Schild? Ich gehe auf keinen Fall noch näher ran. Er sieht bissig aus. Da steht, dass es ein Elektrizitätsgenerator ist. Ha. Warte mal, also wenn ich hier die Pfeife verwende? So, jetzt läuft das Teil, ne? Mein erster Hunde-Power-Generator. Aber jetzt nicht mehr. Aber da war gerade eben noch was. Das war nur der Hebel. Oh ne, das war bloß der Hebel. Aber schauen wir das Ding mal an. Man kann diese Eingeborenen nur bewundern. Wenn es um Foltern geht, sind sie unglaublich einfallsreich. Das müsste eigentlich funktionieren. Aber da passiert nichts. Müssen wir noch etwas machen? Sonst ist ja an der anderen Map nichts, ne? Warte mal, muss ich vielleicht das Ding auf On stellen und jetzt die Pfeife betätigen? Ah, okay, ja. Gut. Was für eine Folter. Was für eine fortschrittliche Maschine. Das hat mich nie gestört in der Schule. Ich mag Styropor nicht, ich hasse Styropor. Ich hasse Styropor auch. Und Luftballons. Die gehen. Nee, das mag ich überhaupt nicht. So, das ist also die Maschine, die Foltermaschine. Und die ist jetzt nämlich wichtig, weil wir jetzt ein kleines bisschen beim Limbo-Tanzen bescheißen werden. Und das passiert folgendermaßen. Eigentlich ziemlich unspektakulär. Wir stellen uns da hin und verwenden ganz einfach die Pfeife. Arg, Oa, Eier, Arg. Oh, boah, das war... eine Frage der Beinarbeit. Oh, geschafft. Bald meinen Preis entgegenzunehmen, schätze ich. Wie naiv sind die? Welche verborgenen Talente ich wohl noch bei mir entdecke? So, wir haben nun drei Kiesel.
Ob die Böbbel? Genug, um unsere Koffeintabletten zu kaufen. Ja. Dann machen wir das doch mal. Ich hab die Kiesel, Mann. Cool. Hier ist der Stoff, Mann. Sexy Pimp-Outfit. So ganz im Pink. Gut, oh. Also koffeinieren wir mal den Kaffee. Gut, und nun können wir dem Ginny diesen tollen Kaffee anbieten. Die Pflanze ist cool. Ja, wir können auch gleich mal einfach mal so aus Jux endlich mal den Holzstab mit der Schaufel verwenden. So, gut. Uns fehlt noch eine Kleinigkeit, um unser Bett voll wieder zu bekommen. Der Genie. Ja, der gibt uns nämlich was. Geil. So. Ein Muntermacher. Gut. Ja. Dann holen wir doch noch mal raus, den Genie. Riecht sie nach Essen? Ja, die Frau macht Bauerntopf. Wie geht es dir jetzt? Viel besser. Aber könntest du etwas leiser reden, bitte? Bereit für meine Wünsche? Ja doch. Gut. Ich wünsche mir, dass meine Klamotten ab sofort der neueste Modetrend sind. Selbst ich kann das nicht bewerkstelligen. Was ist denn das für ein Genie? Glück. Sonst noch etwas? Ich wünsche mir, dass du nicht so ein nutzloser Genie wärst. Ich mache das erst seit ein paar Monaten. Ich habe noch nicht ganz den richtigen Dreh raus. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Oh, muss ich noch irgendwas machen? Ich wünsche mir, dass ich ein Prinz bin. Genie, ich wünsche mir, dass ich ein Prinz bin. Nun, ich würde dir gerne helfen, aber... Aber was? Dafür muss ich dich leider an meinen Vorgesetzten verweisen. Ich bin erst seit ein paar Monaten Genie. Vorher war ich ein Schauspieler, weißt du. Großartig. Sonst was noch etwas? Was für Lohn, der Typ? Ach, Moment. Ich bin momentan wunschlos glücklich. Bis dann. Moment. Daniel hat einen Geistesblitz. Wir müssen doch den Ballon erstmal runterholen für den kleinen Jungen irgendwie. Mit der Schaufel? Das kann eventuell sein, ja? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ach Quatsch, gib Ballon an Junge. So, weil der gibt uns jetzt nämlich was. Hey Kleiner, möchtest du den Ballon haben? Den Chili brauchen wir nämlich, um wegzukommen von der Insel. Mhm. Wie kommt denn der da eigentlich hier hin? Ja, mit dem Ballon. Eine ist er weggeflogen. Ah, stimmt, ich erinnere mich. Genau, da gibt mir jetzt nämlich die Muschel. Ich werte das als ein Ja. Nimm dich in Acht, Phileas Fogg. Gut. Und nun holen wir uns das Bett voll wieder. Kleiner Drecksack. Gut, denn wir werden jetzt ganz fies... Die Schaufel hier verwenden. Ich baue eine Sandburg. Mehrere Stunden später. Oh. Ein Meisterwerk. Ohne Übertreibung. Gut. Dann benutzen wir das Handtuch mit diesem Loch. Eine ganz böse Falle. Und so kreativ. Und legen die Muschel darauf. Sonomi, sag mir, was der nächste Step ist. Wir treten drauf. Schade, geht nicht. Nee, ich rede einfach mal mit diesem super hammergeilen. Boah, der macht mich so horny. Hey. Die Brille. Die Bommelmütze. 2000 Dioptrien. Ja. Da liegt eine hübsche Muschel auf der anderen Strandseite. Wirklich? Ja, du musst sie dir unbedingt ansehen.
Boah, wenn er nicht so lahm wäre, ne? Woher hat denn die Golfschläger und diese Rakete? Ich glaube, das ist ein Verkehrskegel. So ein Warnkegel. Ja, so ein... Wie nennt man die? Pylon? Nein. Weiß ich nicht mehr. Dem hab ich's aber gezeigt. Kegel. Gut. Und jetzt nehmen wir unser tolles Bett vollendlich wieder. Ja. Yeah. Du scheinst in ein Loch gefallen zu sein. Wie konnte das bloß passieren? Danke, dass du auf mein Zeug aufgepasst hast. Was ist mit meinen Muscheln und dem anderen Kram? Na, oh ja, warte. Halt, Simon! Das wäre aber gar nicht nett, was du davor hast, oder? Dieser Spinner hat es nicht anders verdient. Das ist deine Chance, es ihm heimzuzahlen. Simon tut so etwas nicht. Er ist ein lieber, braver Junge, oder? Was weißt du denn schon? Los, Simon! Zeig dem Burschen, was eine Hake ist! Au! Leg dich nie mit großen Jungs an, Kumpel. Ja, yeah, so nett. So, und jetzt wünschen wir uns doch zurück zu Kalypsos Laden. Somit ist dieses Kapitel abgeschlossen. Wir kommen zum letzten Kapitel. Hast du auf die Uhr geschaut? Ja. Wie viel haben wir schon drauf? Nicht mal eine halbe Stunde. Wunderbar. Das könnte man vielleicht noch in der normalen Zeit schaffen. So. Kap 3 dann. Dann. Nehmen wir nochmal die Flasche und wünschen uns von dieser fürchterlichen Insel weg. Oh. Ja. Ich will den mir entgegengebrachten Mangel an Respekt noch einmal verzeihen. Ich möchte meine Wünsche jetzt erfüllt bekommen. Na gut. Was möchtest du also? Jawohl. Ich wünsche mir, dass ich zurück in Kalypsos Laden bin. Alkasim, Alkasam, Alkasum. Wusa! Juhu! So, lasset uns in Kalypsos Laden gehen. Den Wandschrank reparieren. Irgendetwas Besonderes, während ich weg war? Was so um Himmels Willen brabbelst du da? Es reicht, Alter. Langsam geht der Witz flöten. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Na, hat's geschmeckt? Gott sei Dank, du bist zurück. Sie haben Alex, sie haben meine Enkeltochter entführt. Ja und? Wie weit bist du mit dem Schrank? Ich habe hier das Bett voll. Du musst gehen und sie retten. Sie erleidet bestimmt momentan fürchterliche Qualen. Nun, das ist ihr persönliches Pech, würde ich sagen. Außerdem kann sie auf sich selbst aufpassen. Also lass jetzt den Schrank warm laufen, damit ich von hier verschwinden kann. Aber was ist mit Alex? Sordid hat sie in seiner Gewalt. Er wird sie für seine schrecklichen Experimente missbrauchen. Sordid? Er war es auch, der dir den Schrank geschickt hat, um dich zu entführen. Der klassische böse Obermotz steht einfach so von den Toten auf, nur um einer Fortsetzung willen. Was wirst du nun tun? Ich glaube, das Ganze geht mich eigentlich nichts an. Aber... Also werde ich nun in den Schrank steigen und einfach verduften. Aber... Viel Glück noch bei deinem Kampf gegen Sordi. So nett, das Simon. Aber was ist mit... Man sieht sich vielleicht mal wieder. Mein Bett ist weg. Ich vermute Sabotage. Ich habe mir gedacht, dass du dies tun würdest. Daher habe ich vorsichtshalber den Jux-Kompensator ausgebaut. Oh, du bekommst ihn zurück, sobald meine Enkeltochter wieder bei mir ist. Na schön. Nicht, dass ich eine Wahl hätte. Gut, gut. Nun, du fragst dich sicher, wie du zu ihr gelangen wirst.
Eigentlich nicht. Ich möchte dir Lionel vorstellen. Das ist aber ein großes Kätzchen. Beherrscht es irgendwelche Kunststückchen? Er war Alex Fusetier. Du kannst auf ihm zu Sordids Festung reiten. Ein Omnibus wäre mir lieber, aber warum nicht? Viel Glück, Simon. Ach, da wäre noch etwas. Ja? Könntest du mich bitte losbinden? Du bist ein Zauberer, oder? Ja, aber... Dann entfessle dich selbst. Aber das geht nicht ohne mein Zauberbuch. Okay, Löwe. Lass uns erst mal klarstellen, wer hier der Boss ist. Nun, das wäre wohl geklärt. Los geht's. So begab es sich, dass Simon zu einer langen und gefahrvollen Reise aufbrach. Durch unzählige Abenteuer führte ihn sein Weg und er durchreiste viele Länder. Ich find's süß, wie diese Wasserschlange und da lächelt. In manchen Schweine kalt war. Von den gefrorenen Steppen bis zu den endlosen Wüsten trug ihn sein Betreuer. Nur rastend, um den Sand aus der Nase zu kratzen. Durch die fauligen Sümpfe gelangte er zum Meer der Verzweiflung. Na genau. Ganz nett für einen Kurzurlaub, aber kein Ort, um dort zu leben. Schließlich gelangte er in die Gegend, die nur als Hölle auf Erden bekannt ist. So ist er nicht einfach nach rechts gelaufen? Wir hätten an der letzten Kreuzung links abbiegen müssen. Oder vielleicht rechts? Oder... Das erinnert mich an Nürnberg. Das ist genauso. Das kann nicht stimmen. Ich glaube, ich habe die Karte mit Alex Strickmuster verwechselt. Schließlich gelang es ihnen, diesem grauenvollen Ort zu entrinnen. Und Simon und sein neuer Freund gelangten ins Tal der Verdammnis. Freund? Du meinst doch nicht etwa diesen verlausten Bettvorleger hier? Zuhören, ihr Haufen. Großes Zauberer hat uns geschickt, das heute früh. Jemand wissen, wer das hier sein? Sein deine Mutter? Mama-Witze. Und halten, Leutnant Stott. Dieses Magie gekommen, um Großes Zauberer zu töten. Es viel zu klein ist. Großes Zaubererfleischpastet aus ihm machen. Goblins. Leutnant, ich ihnen gesagt, Sie sollen nicht schwätzen, dummes Zeug. Sie später in mein Büro kommen. Ja, Captain. Wenn jemand sehen, dieses Mensch, sofort melden. Großes Zauberer hat spezielle Pläne für es. Du dich befinden in tiefer... Kann ich wenigstens meinen Anwalt anrufen? So. Jetzt wird das Spiel gleich ein bisschen komisch. Aber das seht ihr dann schon. Oh, Simon, du bist endlich wach. Hat sich irgendjemand die Nummer von dem Laster gemerkt? Wo zum Geier bin ich hier? Du bist in einem Verlies, unterhalb eines großen Schlosses. Ein kleiner Mann in einem blauen Gewand hat dich hereingebracht. Das klingt aber nicht nach dem guten alten Zordi. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Scheint, als säßen wir hier fest. Wie wär's mit einer Runde, ich sehe was, was du nicht siehst? Willst du mich nicht zuerst losbinden? Aber nur, wenn du dafür... in etwas Luftigeres schlüpfst. Bitte, Simon, bind mich los! Na gut, alles klar. Warum krieg ich immer nur die Langweiligen ab? So, red mal mit dir, was sie so zu quaken hat. Ich sollte mich erstmal nach einem Weg hier heraus umsehen. Na gut, okay. Dann öffne mir einfach mal die Tür. Du meinst doch bestimmt, öffne Tür, oder? Na, das ist aber eine Überraschung. Sie ist verschlossen. Wenn ich eine Haarnadel hätte, wäre sie im Handumdrehen offen. Oh, wie praktisch.
Gut, dann befreien wir uns doch mal. Ganz schnell natürlich. In 0, nichts habe ich diese Tür geöffnet. Das ist wirklich ein Kinderspiel, wenn man weiß, wie es geht. Gibt es ein Problem? Problem? Warum sollte es ein Problem geben? Gut Ding will eben ein wenig Weile haben. Warum machst du dich nicht so lange nützlich und gehst in die Küche? Endlich. Können wir fliehen? Wir? Du bleibst erstmal hier. Du hältst mich sonst nur auf. Aber ich dachte, du magst mich. Denken ist eben nicht jedermanns Sache. Leck. Tada! Oh Mann. Keine Zeit für lange Erklärungen. Nimm das und verschwinde von hier. Beeil dich. Was muss ich damit tun? Wackel einfach mit den Ästen. Okay. Die Frau! Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ja, es kommt nicht jeden Tag vor, dass einem so etwas passiert. Nun, wenigstens bin ich jetzt frei. Ich frage mich, was mit dem anderen Simon geschehen ist. Gut, wir kommen hier noch nicht rein, weil die Goblins uns nicht reinlassen. Obwohl sie schlafen. Oh ja, der nächste Part jetzt, da machen wir einen eigenen Part draus. Diese einsame Hütte, da passiert jetzt gleich was. Da wird ein Dungeons & Dragons Runde läuft da. Und wir hören den Leuten mal eine Weile zu. Wir machen hier einen neuen Part. Für die Leute, die das nicht hören wollen, überspringen wollen, die machen einfach den übernächsten Part weiter. Ja. Okay? Also, viel Spaß. Viel Spaß. Bin ich hier in eine Idiotenshow geplatzt oder was? Wer bist du? Mein Name ist Simon, aber meine Freunde nennen mich Simon. Was willst du hier? Was genau geht hier vor sich? Wir haben uns hier für dieses Wochenende getroffen, um Büros und Buchhalter zu spielen. Um was zu spielen? Das ist ein aufregendes Rollenspiel, das in einer Welt mit echter Industrie, Buchhaltern und Technik angesiedelt ist. was machen wir hier? Ist das so wie Drachen und Trolle? Ist das so etwas wie Drachen und Trolle? Was soll das Besondere an Drachen und Trollen sein? Davon haben wir im echten Leben genug. In diesem Spiel trifft man auf DJs, Politikers und Arnold Schwarzeneggers. Wir sollten jetzt besser anfangen. Kann ich zuschauen? Klar, aber bitte stör uns nicht dabei, okay? Ja, schon gut.